Vieles spricht dafür, dass es den rätselhaften Sonnenzwilling Nemesis tatsächlich gibt. Bisher war der Stern, der unsere Sonne begleiten soll, nur eine Hypothese. Durch neueste Untersuchungen zur Sternentstehung wurde diese allerdings jetzt bestätigt. Und das würde nichts Gutes bedeuten. Dann würde es nämlich stimmen, dass sich der Stern etwa alle 26 Millionen Jahre unserem Sonnensystem nähert und ein riesiges Gesteinsbombardement verursacht. Es würden dann so viele Einschläge sein, dass es ein Massenaussterben auslösen würde. Gibt es also, nehmen Sie es wirklich, und steht uns wieder ein Massenaussterben bevor? Quick zum Science and Fiction. Herzlich willkommen. Das Szenario wäre ein wirklich unangenehmes, denn selbst wenn wir in der Lage wären, Asteroiden und Kometen im Anflug zu zerstören, dieses Gesteinsbombardement wäre dramatisch. Tausende Objekte würden sich nämlich dann aus der Oortschen Wolke lösen und ins Innere des Sonnensystems zu uns fliegen. Hunderte davon würden auf der Erde einschlagen. Aber welche das wären, das wäre dann kaum auszumachen. Wir könnten diesem apokalyptischen Einschlagsgewitter kaum ausweichen. Dieses Szenario stellten die Paläontologen David M. Raup und J. John Sepkoski von der University of Chicago in den USA 1984 auf. Sie untersuchten die verschiedenen Phasen des Massensterbens auf der Erde und stellten eine Periodizität fest. Alle 26 Millionen Jahre kam es zu solchen Katastrophen. Als Ursache machten sie schließlich Meteoritenschauer aus und postulierten damals ein Zwillingsobjekt der Sonne, den Zwillingsstern Nemesis, der sich alle 26 Millionen Jahre dem Sonnensystem nähert und diesen Meteoritenschauer verursacht, der aus der Oortschen Wolke um unser Sonnensystem stammt, wo der Stern Gesteins-, Staub- und Eiskörper durch seine Gravitation herausgelöst hat. Diese Arbeit wurde in der Folge heftig diskutiert. Es wurden andere Ursachen für das Massenaussterben und das regelmäßige Auftreten gesucht. Aber schlussendlich konnten sich die Forscher und Forscherinnen nicht einigen. Bis heute. Aber heute scheint sich das zu ändern, nach mehr als 30 Jahren. Neueste Forschungen sprechen dafür, dass es tatsächlich den Sonnenzwilling Nemesis gibt und der Stern hier wirklich regelmäßig vorbeikommt. Das ist schon eine irre Vorstellung und auch ein bisschen spooky, dass es tatsächlich ein weiteres riesiges Gestirn geben könnte, neben Planet 9, der ja noch gesucht wird, das quasi zu unserem Sonnensystem dazugehört und nur extrem selten auftaucht und dann auch noch solch schlimme Katastrophen auslöst. Aber wie kommen die Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen jetzt da drauf? Sarah Sadavoy vom Harvard Smithsonian Center for Astrophysics und Stephen Staler von der University of California in Berkeley haben sich näher mit der Sternenentstehung beschäftigt und dabei Verblüffendes festgestellt. Dafür haben sie die Daten der Radioteleskope des Very Large Arrays in den USA ausgewertet. Sie stammten aus der Beobachtung der Perseus-Molekülwolke. Die Wolke ist eine Sternenwiege, wo zurzeit zahlreiche Sterne entstehen, die zum Teil nur 500.000 Jahre alt sind. Und die jüngsten dieser Sternenbabys sind nahezu alle ausnahmslos Doppelsterne. Nur ältere Sterne treten auch einzeln auf. Und jetzt haben die beiden verschiedene Modelle ausprobiert, um zu berechnen, wie oft solche Doppelsterne entstehen. Und jetzt kommt es, Zitat, das einzige Modell, das die Perseus-Beobachtungen reproduzieren konnte, war eines, in dem alle Sterne ursprünglich als Doppelsterne mit weiten Entfernungen zwischen den beiden Partnern entstehen, sagt Stephen Staler. Genauso wie sich bei Nemesis und der Sonne verhalten würde, sind diese Sterne sehr weit voneinander entfernt, mehr als 500 astronomische Einheiten. Das ist die 17-fache Entfernung von Neptun zur Sonne, dem äußersten bekannten Planeten unseres Sonnensystems. Und Zitat, wahrscheinlich gab es vor langer Zeit wirklich eine Nemesis, meint Staler. Allerdings muss diese These jetzt mit anderen Sternenwiegen bestätigt werden. Staler und Sadavoy sind aber zuversichtlich, dass ihre These bestätigt wird. Dann haben wir hier aber wirklich viel zu tun. Wo ist Nemesis, ist dann die Frage. Wie bereiten wir uns auf einen solch dramatischen Meteoritenschauer vor? Wie geben wir das Wissen an möglicherweise in einigen Millionen Jahren hier lebende Nachkommen weiter und so weiter und so fort? Aber es gibt einen Lichtblick. Nicht immer hat laut dieser These Nemesis das Massenaussterben ausgelöst. Zweimal ist es ausgefallen. Also vielleicht kommt Nemesis der Oortschen Wolke nicht immer so nah, dass der Stern dieses Bombardement auslöst. Ich finde das wirklich wahnsinnig spannend. Wir haben also einen neuen Himmelskörper, der wahrscheinlich existiert und zu unserem Sonnensystem zumindest mittelbar gehört und den wir jetzt suchen. Die Nemesis-Suche. Falls es etwas Neues dazu gibt, erfahrt das natürlich hier. Wenn ihr zu diesem Thema auch in der Zukunft nichts verpassen wollt, dann drückt mir hier ein Abo aufs Auge und vergesst nicht den
auf die Glocke, denn nur dann bekommt ihr auch eine Benachrichtigung, wenn ein neues Video online geht. Hier geht es weiter mit dem mysteriösen Planeten 9 und der Suche danach. Einfach draufklicken und ansonsten bis dann. Bleibt dran.